Hier haben wir die Bonus-Level. Die habe ich fast vergessen zu zeigen. 3 Stück an der Zahl. Vielleicht mache ich daraus hier auch ein neues Bonus-Video. Vielleicht ist es aber auch noch das gleiche Video. Ich weiß es nicht. Wir haben hier 3 Level. Wir fangen mit dem ganz links an. Die Level sollen sich anfühlen wie ein Collector von. Also das, was ich gesagt habe. Ein, so eine Art 3D Open World Collector von Tori-Spiel. Mit neuer Musik hier. Hey, if you wanna listen to another tune, you can switch the BGM here. Ah, cool. So, favorite Soundtrack. Ja, das ist cool, das Lied. The future looks covered in utter darkness. Ah, just messing with you, it's all fine. I just really don't wanna be here. Oh, okay, na dann. I should have really brought something warm. It's so cold. Anyway, enjoy the ice skating area. Ich mag die Charakter, die sind echt nice. Ich habe nichts dagegen, dass Tori im Endeffekt zu einem Speedrunner-Game wurde. Aber ganz ehrlich, ich mag solche Art von Spielen mehr. Sowas hier. So eine kleine Area zu exploren, in Fieber Mario 64. Du hast hier so viele Sachen zu sammeln. Was ist das denn? So eine kleine Kugel habe ich bekommen. Kleine Jinjos muss ich hier sammeln. Oh, das ist falsch rum. Wir müssen so rumlatschen. Okay, let's go. Also, wenn ich es nicht richtig hinbekommen würde. Okay, wir brauchen alle 5 Eiscreme, um durchzukommen. Ich weiß nicht, wer diese Charakter da sind, die ich einsammle, aber die sehen auf jeden Fall süß aus. Ist noch einer? Boing. Nein! Oh, never mind. Und boing. Das ist schwer, versteckt sind die Jinjos hier nicht. Ach, euch gibt's ja auch noch aus dem ersten Teil, die Dinger. Hä? Hab ich den schon? Kann ich aktivieren? Aber hier war ich noch gar nicht, oder? Oder, oder? Oder? Ich weiß es nicht. I don't know. Aber hier ist auf jeden Fall eine Eiscreme. Und das habe ich nicht geschafft. Aber wir können ja ganz gelassen, gechillt hochkommen. Okay, wahrscheinlich habe ich den schon eingesammelt. Oha, hier ist ein Eisberg, den ich gar nicht bemerkt habe. Dann gehen wir erstmal da lang, oder? Moment, habe ich die schon? Nee. Oh Gott, hier fahren Busse. Susse. Ding, ding. Hey, Quick, it's me. Have you found all the... Oh, this is not even our game. I am too soon. Okay. Wahrscheinlich ein kleiner Einblick in sein nächstes Spiel von dem Macher. Schon cool. Ganz ehrlich, die Schneelevel mochte ich in. Die Schneelevel mochte ich in Tori 3D am meisten. Im ersten Tori. Mit den Jumpscares. Das ist wahrscheinlich mein Lieblings-Soundtrack bisher. Eiscreme! Im schönen Winterhaus. Okay, können wir wieder zurück, aber das haben wir gerade noch nicht nötig. Oder da kommt er rauf. Auf jeden Fall kommen wir damit zurück. 4 Sternchen fehlen uns noch. Was? Gehst du da rein? LOL! Was? Miau! Das ist voll cool! Bom, 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 bom! Er ist ja richtig sick! Yay, du Shine Sprite dafür behalten. Juhu! Ich will nochmal rumfliegen. Oh, geht nicht. Oh, das ist voll cool. Oha. Das Spiel ist richtig cool. Mit dem Bonus-Level. Also ich finde, allein für die Bonus-Level sollte man sich den zweiten Teil holen. Falls man nicht sowieso schon den ersten Teil hat. Aber wenn ich mich für eins der beiden entscheiden müsste... Ich persönlich finde den ersten Teil ein bisschen besser, weil wir da die Level ein bisschen mehr ansprechen. Aber der zweite Teil ist dadurch nicht schlecht oder so. Das ist nur personal preferences. Ring, ring! Hello, you reach Siaktro HQ. We are currently closed. Please try again later. Ja, die arbeiten gerade an dem Spiel. Aber wo habe ich ein paar Quests verfehlt? Oder sagen die irgendwas Neues nach einer Zeit? Nee. Ach, da sind noch welche!
Wie habe ich die denn übersehen können? Jetzt haben wir alle. Was ist neu? Ring, ring! Hallo, you reached Uncle's Raymond Shop. How can I help? Oh, not again, Ren. Catch that. Okay. I have 2 number 9s, a number 6, a 15. Das ist aber allgemein eine coole Play-Area, wo man so rumspielen kann. Einfach sich so rumbewegen kann. Einfach ein bisschen Stress abbauen. Das ist eine coole Area. Ach, den habe ich noch nicht. Okay, einer fehlt noch. Dann habe ich alle von diesen Teilen. Ring, ring, boo! You scared? Ich glaube, dieses Bild, oha. Überhaupt nicht kid-friendly, hallo, family-friendly Tori. Habe ich den schon? Ich schmeiß die halt immer um, das ist das Problem. Deshalb weiß ich nicht, welchen ich schon habe und welche nicht. Okay, nee, ich habe keine Ahnung, wo ich das letzte finden kann. Hä? Ach so, das wird mir so angezeigt, wenn ich auf Pause drücke. Ja, ihr seht, eins fehlt mir oder habe ich alle und der ist nur so dunkel. Das könnte auch sein. Naja, egal, wie auch immer. Mehr habe ich nicht gefunden. Vielleicht habe ich ja doch schon alle. Der eine ist nur dunkel. Ich weiß es nicht. Aber das ist irgendwie komisch. Doch, ich hatte ihn gefunden. Okay. Zweites Level. Okay, das ist was ganz anderes. Ich mag übrigens dieses Outfit von ihm. Missing Textures, hat vergessen CSGO zu installieren. Nicht CSGO, CS... Source. Get Light Bulls and deliver them to the sockets. Okay, Boxing Gloves. Sehen so aus. Schon weihnachtlich alles. Ja, das Update kam Richtung Weihnachten raus. Da wollte ich es auch eigentlich aufnehmen und hochladen. Leider kamen Sachen dazwischen. Weshalb ich das nicht machen konnte. Aber jetzt machen wir es. Zack. Achso, das schickt uns so zurück. Nee, das will ich nicht. Zack. Wo führt der uns hin? Wieder nach oben, falls wir es brauchen. Okay. Oh Gott, das ist gefährlich. Hier zu rennen ist ein bisschen schwierig. Ich versuche es. Okay. Und einen weiteren Boxing Glove. Für mich sind das Boxing Gloves. Die sehen einfach voll so aus. Checky. Und bam. Ich glaube, ich gehe nach oben. Ich hätte gerne alle Sternchen. Hui. Huiuiui. Das ist echt cool hier. Versteht ihr den alles? Nein! Das kriege ich davon, wenn ich solche Jokes mache. Was ist das hier? Vor allem bin ich ganz woanders. Das Problem ist, wenn ich sterbe, muss ich alles neu machen. Das ist das Problem bei diesem Level. Better safe than sorry. Da ist noch einer. Boy. Nicht zu dem Ding. Bist du irre? Bist du wahnsinnig? Nein! Och nö. Aber ich hatte einen Checkpoint. Ich behalte meine Sternchen, ja? Ist das so? Dann ist es gut, wenn das so ist. Eine Box. Ja, okay, ich behalte meine Sternchen. Habe ich hier noch keins angetan? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, ob ich die Sachen behalte. Nee, ich behalte die nicht. Nur die Sterne behalte ich, aber die Boxing Glove selber behalte ich nicht. Okay. Get it. Lass mich da hoch! Ich gehe einfach den coolen Weg. Wo sogar Sterne sind zu finden. Wuhu! Wuhu! Okay, jetzt nach oben. Okay, hier sprinte ich lieber nicht. Damit die Sprünge ein bisschen präziser sind. Oh mein Gott, ich lebe noch. Alles gut, noch lebe ich. Oha.
Das ist richtig böse versteckt hier unten. Aber ich hab's gefunden. Fast die Hälfte. Ich glaube, einer fehlt noch für die Hälfte. Okay, second try. Ich renne jetzt auch noch mal ein bisschen. Wie komm ich denn da durch? Ich nehme erstmal die Sterne mit. Nein, das war falsch. Kamera, bitte. Das ist richtig knapp bemessen, ne? Ich fall runter! Wow! Wow, 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 wow! Nein! Was? Dein Ernst? Ich kann auf den jumpen! Oh Mann, ich kann die ganze auf die jumpen! Okay. Okay, jetzt habe ich den Jump geschafft. Endlich! So, das da unten noch schnell einsammeln und dann erkunden wir uns weiterhin. Boing. Zum Beispiel müssen wir mal hier hoch. Aber bevor wir es machen, erstmal hier einen einsetzen. Wir wollen ja den riesigen Christmas Tree erleuchten lassen. Die Hälfte haben wir. Zwar gibt es 12 Stück. 12 Lightning Bulbs. Und 6 haben wir. Oh, zum Glück ist hier ein Checkpoint. Oh, zum freaking Glück. Was ist denn hier oben? Boing, boing. Ah, ich kann ja einen einsetzen. Zack. Oh, der schiebt mich wieder zurück. Das ist nicht gut. Easy. Einen weiteren. Und hier können wir einen einsetzen. Schön. Schön, schön. Too fast for me. Oh. Okay, das ist ein bisschen verwirrend. Hier gibt es 2 Wege jetzt. Ah, noch ein Checkpoint ist hier. Noch ein Baum. Okay, aber ich will eigentlich erstmal dort hoch. Deshalb gehen wir erstmal hier hoch. Oh, nein, nein! Ich will hier beim Haus bleiben, beim kuscheligen, schluckigen Baum. Okay. Was ist denn das? Er ist einfach eingebuddelt worden in dem Schnee. Auch nice. Oh, die sind geschenkt. Danke. 64! Yahoo! Mhm. Schön, schön. Das Level ist nicht einfach. Aber echt cool. Wie habe ich das hier nicht eingesammelt? Hä? Macht ja gar keinen Sinn. Das ist den ich bekommen habe. Okay. Wir haben fast alles. Ja, komm, aktivieren schon mal. Na, dieses kleine Sternchen. Und ganz oben gibt's nichts, nur die Aussicht. Schön. Mein Schatten geht schon wieder durch. Nice. Da gibt's noch einen Knopf. Was? Der hat keine Collision? Nein! Ich glaube, ich habe nichts verloren. Ich hoffe, ich habe nichts verloren. Okay. Hier können wir noch einen einsetzen. Hier ist noch einer von denen. Da können wir auch direkt nochmal einen einsetzen, wenn ich es richtig hinkriege. Wahrscheinlich vom Haus springen, oder? Ja. Okay, das war, glaube ich, alles hier oben. Denke ich. Ja. Das müsste alles hier oben gewesen sein. Und da ist noch ein Boxing Glove. Da unten auch. Da sind noch ein paar Sterne. Okay. Dann weiß ich, wie ich das angehen werde. Und zwar rutschen wir runter. Boing, boing. In dem richtigen Moment geht's hier irgendwo runter. Ich mal kurz runter. Bitte nicht sterben! Okay, ich lebe noch.
Hä? Okay. Sag bloß, ich kann mich hiermit nach ganz oben porten. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Eine Stelle gab's nämlich noch, die war ungefähr hier irgendwo. Lass mich mal von oben gucken. Hab's hier oben irgendwo gesehen, die Stelle. Hier ist sie. Hier ist die Stelle. Wie soll man denn da hinkommen überhaupt? Aha. Hier auf diesem Plattform aus. Ah, ich weiß, wo wir sind. Ah, hier habe ich was verpasst. Ein Checkpoint. Mit dem Rest. Falls es der Rest ist. Ja. Hier ist der Rest. Jetzt müssen wir nur noch die letzten beiden Einsetzorte finden. Einen habe ich da unten schon gesehen. Hier irgendwo, da oben, da. Ja, da ist noch einer. Zack! Und einer fehlt jetzt noch. Einer fehlt noch. Aber ich mag diese Level. Die gefallen mir sehr. Tatsächlich gefallen mir die sogar mehr als die Speedy-Level. So, wo kann ich die letzten einsetzen? Ganz unten vielleicht? Oh. Mist. Hä? Oh, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen! Hier, hier ist das letzte, auf dem Ding hier drauf. Geschafft! Und jetzt? Ich vermute mal, jetzt sollen wir noch ganz nach oben. Das ist meine Vermutung. Also, nichts wie nach oben. Bin ich da beim Richtigen? Habe ich da das richtig verstanden? Ist jetzt oben was erschienen? Oh, ja, nein! Jetzt aber. Da oben ist das Ziel erschienen. Macht Sinn, dass es hier ganz oben ist. Geschafft! Ah, cool. Sehr lange Level. Ein bisschen zu lang, wie ich finde. Aber trotzdem. Schön. Und das letzte Level. Geschenke sammeln. Okay, es ist alles wirklich sehr weihnachtlich gefilmt. Ja, ich bin ein bisschen spät dran. Oder vielleicht schaut ihr das Video auch einfach im Dezember statt. Jetzt. Im Februar, da war nicht so glatt. Ja. Kann man ja machen. Okay, ich weiß nicht, was mein Objective ist. Ich vermute mal. Oh, so ein Level ist das. Oh yeah. Oh, darauf freue ich mich jetzt. Slide Level. Yay. Woo. Ein bisschen nach vorne. Gucken. Oh, das ist so ein Mischmasch. Das ist so ein Mischmasch vom ersten Teil. So alle Elemente, die im ersten Teil da waren. Ein kleinen Mischmasch-Level. Das ist richtig cool. Oh, das feiere ich. Kriegt so ein bisschen Flashbacks. Oh yeah. Oh Gott, die sind aber ein bisschen größer geworden. Habt ihr ein bisschen zu viele Fruchtzeuge gegessen oder was? Aber dafür sind die immerhin ein bisschen langsamer. Den Jump schaffe ich easy. Okay. Ich traue mich nicht auf die drauf zu springen. Deshalb lasse ich es einfach. Wir haben schon fast alle Sternchen. Ist das schon vorbei gleich? Ist das hier nur ein kleines, ganz, ganz kleines, kurzes Bonuslevel oder was? Hä? Wieso kann man da wieder zurück? Das gucken wir uns gleich mal an. Erstmal alle Sternchen snacken. Ich habe sie aus irgendeinem Grund nicht eingesammelt. Wow. Jetzt fehlt mir wieder einer. Jetzt habe ich ihn. Und nochmal der Dino. Alter, dieser Unterschied, der passt jetzt gar nicht ins Spiel rein. Ja, und das war Tori. Ich weiß nicht, wofür wir das Geschenk am Anfang einsammeln können. Aber, bevor wir die Folge beenden hier,
ist mir noch aufgefallen, dass hier überall in den Dächern so Ringe sind und das ganze Level ist, geht noch komplett weiter eigentlich. Und ja. Kann ich das hier nicht theoretisch skippen? Das ist doch komplett möglich, oder? Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. So, hier am Ende beim Dino am Ziel sind hier überall diese grünen Push-Pushs. Pushen einen weg. Die Push-Pushs. Und irgendwie gehen die aber komplett den ganzen Weg wieder zurück. Oder gibt es vielleicht ein Bonus-Ending wegen dem Geschenk? Das Geschenk hat ja irgendwie gar keinen Sinn jetzt bisher gehabt. Wie cool, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber der Kraki hat auch so Headphones oder so. Ohrschützer. Das schwebt hier einfach. Der gönnt sich. Ja. Jetzt wollen wir mal schauen, wohin uns das Ganze hinführt. Und ich habe jetzt einen neuen Charakter ausgewählt, damit ich nicht nochmal sterbe, weil... Ja. Darauf habe ich keine Lust. Hier wäre ich zum Beispiel auch wieder gestorben. Wow. Ich glaube, das hier mit Turi ist richtig schwierig. Ich bin froh, dass ich meinen Charakter geändert habe. Wow. Wow. Wo führt uns das hin? Das wird's aber nicht zum Anfang, oder? Hoch da. Hoch da. Doch. Hä? Der ganze Weg führt dann wieder zum Anfang, aber warum? Okay, falls ihr den Sinn dahinter versteht, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Das war Turi 2. Und ja, was euch gefallen hat, ich werde vielleicht noch ein Bonusvideo machen zu diesem Charakter in beiden Spielen. Und ansonsten zeige ich euch vielleicht noch meine Highscores. Ja, das soll es erstmal gewesen sein von Turi 2. Hat sehr viel Spaß gemacht. Checkt auf jeden Fall auch das erste Spiel ab, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei einem neuen Random Steam Game. Bis dann!